Das ist das erste Culture-Fernsehen mit der Wochenschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Wochenschau. Medienberichten zufolge zerteilte der Kaiser Karl der Große in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe des Dorfes Haste einen Stein mit Hilfe einer Gerte. Der Sachsenfürst Wittekind und der Kaiser Karl trafen im Zuge einer Jagd auf den Karlstein zusammen. Karl der Große wollte, laut einer Nachrichtenagentur dpa, den Sachsenfürsten dazu bewegen, den christlichen Glauben anzunehmen. Wittekind wehrte sich jedoch und forderte ein göttliches Zeichen in Form der Zerschlagung der Steine. Die Schlacht an der Hase wurde gewonnen. Nach den Auseinandersetzungen in Paderborn und Detmold wurde auch diese Schlacht für die Seite Karl des Großen entschieden. Zum ersten Mal standen Karl dem Großen alle Sachsenstämme als vereintes Heer gegenüber, die sich als breite Allianz an der Hase aufstellten. Doch auch Karls Heer trat dank weiteren Truppen verstärkt auf. Die Auseinandersetzungen wurden nach 3 aufreibenden Tagen mit großer Zahl für Karls Heer entschieden. Die Sachsen erlitten große Verluste und der Rest des Sachsenheeres wurde gefangen genommen. Karls dritte Frau Hildegard, Mutter von Ludwig des Frommen, ist am Abend des 30. April 783 in Diethofen an der Mosel verstorben. Sie verstarb nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer letzten Tochter an einer kurzen, aber schweren Krankheit. Die geliebte Frau und Mutter wurde nur einen Tag später in der Abtei St. Arnulf in Metz beigesetzt. Täglich werden für sie nach Karls Wünschen Kerzen aufgestellt und Gebete gesprochen. Nun zum Sport. Bei den nordischen Felsweitwurfmeisterschaften schritten die Athleten aus den Reihen Karls überragend gut ab. Edric der Kräftige stellte hierbei einen neuen europäischen Rekord auf. Auch das große Lanzenturnier entschied ein Karolinger für sich. Im Finale stoß Tyrion Treuherz einen verfeindeten Sachsen von dessen Ross und sicherte sich somit den Sieg. Ebenso wie die weiß-goldene Gewinnertrophäe und reichlich Gold. Zuletzt das Wetter. Das Wetter wird in den nächsten Tagen sehr heiß werden. Es können kleinere Seen oder Flüsse austrocknen oder rapide im Wasserspiegel sinken. Es wird geraten, sich Gedanken zu machen, sich alternativ Trinkwasser zu besorgen. Außerdem sollte man das Vieh in den Schatten führen und genug Wasser für die Tiere bereitstellen. Die Gefahr eines Hitzeschlages ist nicht abwegig. Also seien Sie vorsichtig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.